mehr über das Pferd sehen oder auch sagen. Vielleicht willst du auch noch ein Rennen nach dem Miet und dann werde ich dich im Winner Circle oder darauf ansprechen. Ja, kein Problem. Vielen, vielen Dank, Michael. Gerne. Ja, vielen Dank für diese Interviews. Wir sind bereits bei der Parade für das siebte Rennen. Damit uns Jan Thiering mit der Startnummer 1. Weiter geht's dann mit der 6 mit Anis Rover und Thomas Pancho. Die 2 folgt King Kong Newport und Jesse Terbau. Dann. Nächster Teilnehmer mit Harry Pohls. Das sind die ersten 4, jetzt auch nach 500 zurückgelegten Metern, ein 17,8 die erste Zwischenzeit. Fünftes Pferd ist dann Vanita Express, dann Mrs. Chuyi und King Kong Newport. Mitte der Graben, Anis Rover, vorne eine Länge von Kofi Stream innen und der außen aufziehenden Limala Takoda, Vanita Express im Rücken von Limala Takoda. Zielgerade ist erreicht, Anis Rover und Kofi Stream dahinter. Anis Rover führt, Kofi Stream dahinter, wartet noch mit dem Angriff. Dahinter Finchel TU. Anis Rover, Kofi Stream geht jetzt heraus und attackiert. 150 Meter vor der Linie geht es sofort besser. Und gewinnt am Ende leicht vor Anis Rover. Dahinter mit King Kong Newport noch dritter. Und Platz 4 und innen noch am nächsten Zug. WG vor Finchetten TS. Sieger vom Platz gegangen. Beide gewinnen auch heute hier im Park zum V7-Auftakt den Preis von Saint-Tropez. Züchter und Besitzer ist Franz Hoffeld und Trainer Wolfgang Nimczyk. Gratulation erneut an das Team Nimczyk. Ja, wir machen ganz schnell. Herzlichen Glückwunsch, Michael. Auch das waren wieder dann die Unfälle der. Gerne. Jetzt ganz lieb. Ja, da wollen wir uns noch direkt den Gastronomie fahren. Herzlichen Glückwunsch, ihr nach Hause mit der Tür.